mir eigentlich eine besondere Freude, weil ich muss jetzt an der Stelle vielleicht eins reinschieben. Wir haben vorhin jemanden geehrt. Ich guck mal in die Richtung dabei, in die Richtung Strohmänner. Die sind zum ersten Mal dabei. Die sind in der Klasse ganz vorne. Die sind als Newcomer dabei und sind ganz nah am Gesamtsieg vorbeigeschrappt. Gesamtsieger, wen soll das überraschen? Das Team Grün mit 365 Punkten. Übrigens, ihr seid mit 364 im Wimpernschlag. Ja, wir hören gerade, oder ich höre gerade, ich mache das ja noch nicht so ewig lange, wir haben jetzt hier eine Titelverteidigung erreicht. Das heißt, die waren ja letztes Jahr Gesamt. So, und damit dürfte ja auch die Frage geklärt sein, wer den Chronographen bekommt. Jetzt haben sie also beide einen. Ich finde das genial. So, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Bürgermeister Jelinek, lieber Rolf Möller, weil jetzt gibt es noch einen einzigen Pokal, den wir zu vergeben haben. Und der Gewinner dieses Pokals steckt in diesem Umschlag. Ich weiß es also nicht, bin da sehr gespannt, für welches Team oder für welches Fahrzeug sich meine Jury entschieden hat. Ja, super, hätten Sie noch dazu schreiben können. Jetzt muss ich nämlich rätseln. Ich möchte gerne das Fahrzeug, oder nein, den Fahrer des Fahrzeuges mit der Startnummer 63 hier vorne sehen für den Pokal, für das schönste Fahrzeug Best Car of Show 2018. Ja, hervorragend. Ich habe den dunkelblauen Mercedes auch bewundert. Also ein tolles Auto. Wie viel Sisyphus-Arbeit da drin steckt. Und wenn ihr, und das nehmt ihr mir bitte einfach mal ab, ihr kennt mich ja auch nicht erst seit gestern jetzt, aber im Grunde ist die Veranstaltung heute zu Ende und morgen beginnt die neue. Weil das ist mühsame Kleinarbeit und es gibt nur leider Gottes einen kleinen Kreis, der nachher wirklich aktiv dabei ist. Wir haben viele Leute, die sagen, wir helfen euch, wir sind dabei. Dann rufen sie die an und sagen, wir treffen uns dann, ah, da hat die Oma Geburtstag oder ich muss die neu tapezieren oder mein Chef hat gesagt, ich kriege morgen keinen frei. Also da gibt es die besten Ergebnisse immer wieder neu und insofern ist gar nicht hoch genug zu bewerten, dass es ein kleines Team gibt, was sich Mühe gibt und im Grunde 12 Monate daran arbeitet, dass man in solche Gesichter reinschauen kann, wie ich sie jetzt hier gerade erlebe. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und das Beste, was ihr uns schenken könnt, ist, dass ihr beim nächsten Mal wieder Teilnehmer seid und prüft, ob wir einen guten Job gemacht haben. Kommt gut ins Wochenende, passt auf euch auf, einen schönen Herbst. Alles Gute.